wir sind das Team Kadabra. Das steht für Karlsruhe Autonomous Driving and Brilliant Risk Avoidance. Und wir machen beim Audi Autonomous Driving Cup mit. Das ist ein Wettbewerb, wo es darum geht, ein Auto ausgestattet mit verschiedenen Sensoren, wie zum Beispiel Weitwinkelkamera, Ultraschall und so weiter, autonom im Verkehr fahren zu lassen. Wir sind 4 Informatiker und ein Elektrotechniker, das bin ich. Und wir haben natürlich jetzt die Aufgaben verteilt, sozusagen, dass jeder das, was er gut kann oder was er auch in der Uni gelernt hat oder worauf er sich spezialisiert hat, dann auch entsprechend als Aufgabe zugewiesen bekommt, sozusagen. Wir haben von Audi das Auto bekommen und auch noch so ein bisschen Hardware außenrum, sowas wie die Ladegeräte und einen Router und sowas. Und wir haben auch die Software bekommen, um mit dem Auto zu kommunizieren. Und was wir jetzt leisten müssen, ist sozusagen der komplette Software-Part, also die Erkennung von der Straße, der Objekte und von Schildern und sowas, das müssen wir dann machen. Was die Barbie mit dem Ganzen zu tun hat, die Barbie ist sozusagen der Fußgänger, sozusagen, den wir sehen müssen am Straßenrand, der zum Beispiel am Zebrastreifen steht und dann über den Zebrastreifen drüber geschoben wird von so einer automatischen Einrichtung dann, sobald wir den erkennen. Da dürfen wir natürlich nicht drüber fahren. Wir treffen uns seit Anfang Juni und am 12. Oktober ist dann die Qualifikation. Da fliegen dann erstmal 5 von 13 Teams raus. Also da ist natürlich das erste, also das Zwischenziel, dass wir dort natürlich weiterkommen und nicht schon nach Hause fahren müssen. Und dann haben wir noch einen Monat Zeit und dann ist es große Finale am 12. November. Und da wollen wir natürlich auch gewinnen oder bestmöglich abschneiden.